Naja. Sieht komisch aus. Sieht mir wirklich aus, nicht wirklich aus wie ein Gefängnis. Hatte ich auch schon vom Außen her beobachtet. Das ist das Kabukicho-Gefängnis. Hä? Ist eine ziemlich verlassene Hütte? Nein, das siehst du falsch. Das ist ein Gefängnis. Auch wenn die Mantra gestürzt wurden, werden hier immer noch viele Mannequins festgehalten. Tja, arme Mannequins. Und hier ist ein Terminal. Uhu. So ein Billig-Terminal? Nee, so ein richtiges Terminal. Okay, hier ist auch ein normaler Verbindung. Das heißt, wir können jetzt von diesem Kabukicho-Gefängnis, könnten wir jetzt da eigentlich darüber, rein theoretisch darüber, oder nicht? So könnten wir rein theoretisch auch hierher kommen. Ja, ich werde jetzt verspeichern. Ich werde leider nicht aufhören, keine Sorge, aber ich werde wenigstens nochmal speichern. Man weiß ja nie. So. Speichern, speichern, speichern. Speichern, speichern, speichern. Speichern, speichern, speichern. Okay. Nein, 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 nein. Wahrscheinlich habe ich hier, vielleicht habe ich hier sogar einen Schnittstellen gesetzt. Mal gucken. Vielleicht, sage ich. Vielleicht habe ich auch einfach keine Lust, meine Videos nochmal anzugucken. So, hier ist auch nichts. Oha. Ja. Steht alles rum. Hier ist keiner. Okay. Muss ich anscheinend irgendwen suchen oder was später? Ja, super. Ich kann ja nicht mal den Raum absuchen. Sondern wird ja sofort gesagt, hier ist keiner. Okay, hier ist keiner. Du hast von irgendwoher eine Stimme. Rettet uns! Wir stecken in dem Trugbild fest! Hä? Welchem Trugbild? Du hast von irgendwo eine Stimme. Mizuchi hält uns in diesem Trugbild gefangen! Bitte rette uns! Welches Trugbild? Gehen wir nochmal zurück. Wahrscheinlich in diesen Räumen hier. Wir sind nochmal hier. Rettet uns. Ich stecke in dem Trugbild fest. Das hatte ich vorher aber nicht. So, dann vielleicht hier jetzt. Ne, hier ist immer noch keiner. Oder es ist random. Ist das jetzt ein Rätsel? Oder ist das kein Rätsel? Naja, ich gehe erstmal weiter. Ups. Da ist etwas. Große Tenno ist verschwunden. Dieses Gefängnis gehört jetzt Mizuchi. Ich habe Lust, diese Mannequins in Truppe zu foltern. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach. Der Dämon ist verschwunden. Ah. Also muss ich da jetzt drüber. In die sozusagen Geisterwelt. Hier ist bestimmt auch keine. Doch, hier ist hoch. Gehen wir mal gucken hier. Damit wir Bescheid wissen, was hier oben so ist. Ach, gar nichts. Okay. Wahrscheinlich ist in der Geisterwelt da oben alles leer. Ja, mal gucken. Oder ein Trugbild, sagen wir es mal so. So, gucken wir einfach mal. Mysteriöse Wand. Du musst es irgendwie aktivieren. Aber wie? Wie bekommen wir das aktiviert? Au. Oh. Komm schon, komm schon. Du machst besser weiter oder du bist tot. Willst du, dass ich aufhöre? Willst du wirklich, dass ich aufhöre? Tja, Pech gehabt. Ich glaube, ich freue mich, das ist genug. Ich habe das hier. Deshalb kann ich das Trugbild betreten, wann immer ich will.
Ich komme wieder. Ah, warum müssen Feinde eigentlich immer, beziehungsweise die Bösen, immer alles verraten? Wer zur Hölle bist du? Moment, du bist doch nicht. Darauf kannst du wetten. Ist mir egal. Für uns Ex-Mantra ist das hier ein Paradies. Was auch immer du während des Angriffs auf Nilo getan hast, bedeutet hier rein gar nichts. Oh, ein süßer kleiner Nager. Mit Zionga. Du hast eine Schwäche gegen das Feuer. Wir haben aber. Doch, wir haben einen Feuer. Also musst du gleich sterben. Feuer auch! Ja, ein sehr schneller Tod. War ja wirklich nicht sehr schwer. Du hast den Umugi-Stein erhalten. Okay. Jetzt können wir da rein. Ja. Zack. Okay. Ich dachte, er würde jetzt ganz cool da reinsteigen. Nee, man muss natürlich eine weiße Szene reindonnen. Na, verändert sich das Gebäude jetzt? Ja. Ja, es sieht schon mehr aus wie ein Gefängnis. Ja. Auf jeden Fall sieht es mehr aus wie ein Gefängnis, nicht so wie vorher. So, dann gucken wir uns mal das an. Ich halte das nicht mehr aus. Sind wir Mannequins denn nur dazu da, gequält zu werden? Können wir da ein bisschen ranzoomen oder so? Scheiße. Schon. Ah, dieses. Dieses so nach vorne gucken, ist kacke gemacht. Steht irgendwie auf dem Podest. Hat den Kopf nach oben. Rette mich, befreie mich. Ich will nicht, dass man mir mein ganzes Magazuchi aussaugt. Ich will nicht sterben. Ich werde leer gesaugt. Rette mich, befreie mich. Ich will nicht, dass man mir mein ganzes Magazuchi aussaugt. Ich will nicht sterben. Das hat er der andere auch schon gesagt. Guck, ob du was Neues hast. Achso. Die Ex-Mantra-Dämonen haben es. Also vorher hat sie gesagt, das war das Gefängnis. Die Ex-Mantra-Dämonen haben es nun in einen. Ich hatte den Eindruck, dass jemand mit mir spricht. Achso. Ja, ja, das sieht mich doch gar nicht. Ach, und hier ist ein weiterer Ausgang, sehe ich gerade. Da oben war ja gar nichts mehr. Nö. Stimmt, Schweben ist ja jetzt weg. Dafür haben wir jetzt einen neuen. Oh, wollt ihr mich verarschen? Was sind denn hier für die Gegner drin? Könnten auch mal ordentliche Gegner kommen. Weg mit dir. Genau aus. Witz. Witzgegner hier. So, Sarasvati, bitte heilen. Dankeschön. Und ab nach oben. Nach unten. Sorry. So. Achso, jetzt ist alles gespiegelt. Lass mich in Frieden. Okay, der hat schon abgeschlossen mit seinem Leben. Den brauchen wir nicht mehr zu retten. Rette mich, befreie mich. Ich will nicht, dass du mir mein ganzes Zeug. Ich will blablabla schon wieder dasselbe. Nichts Besonderes. Ja, hier ist ein zweites Tor. Runterspringen. Wow, warum wird es denn immer so hell jetzt? Moment, ich will noch mal oben was gucken. Ja, bei den Gegnern, da mache ich auch wirklich noch mal einen Sacker an. Mach mal bitte, genau, sichtbar.
Alter, das ist ja echt ein Witz. Ist hier auch noch was gewesen? Hä? Nee, war nichts. Ich dachte, da wäre gerade ein doppelter Gang. Der Nager. Die sind bestimmt normalerweise ganz stark. Im normalen Mod. Wo man halt nicht so viel trainieren muss. Ah, das ist der Schwermord. So, jetzt geht mal in das nächste. Und hier ist auch nichts. Nicht mal eine Truhe haben sie hier versteckt, die Schweine. Naja, egal. Dann gehen wir doch mal weiter. Aber ich will noch nicht. Na doch, gehen wir mal in diese mystische Welt im zweiten Area. Das Tokyo. Welt ist ja hier irgendwas Besonderes. Eine Kiste oder sowas. So. Genau. Wieder nichts. Gibt's denn nicht mal eine Kiste oder sowas? Ist echt schade. Er hätte auch einen so belohnen können, weißt du? Aber nee. Ah, hier. Hier ist es. So, hier war auch irgendwas. Genau, hier war das. Gehen wir mal hier rein. Ach, wir kommen noch weiter hoch, okay. Schauen wir uns mal in der dritten Etage hier ein bisschen um. Ach, da ist ein... ein Pisaka. Mit Schallwelle. Nett. Pisaka war schwach. Egal. Wie hast du angegriffen? Also eine 28er Feature. Wow. Top Gegner hier. Da, Jack Frost, mach mal die Tür auf. Untersuch. Nick. Dann mach ich sie selber auf. So, vielleicht habe ich jetzt was im Tubbild noch was gemacht. So, hier ist auch keiner. Wahrscheinlich habe ich noch irgendwas da gemacht. Hier oben habe ich jetzt nichts mehr gehabt, ne? Nee. Stimmt. So, da wäre ich wahrscheinlich wieder nicht hingekommen. Das Hauptquartier der Mantra war leer. Also kam ich her. Jo! Aber hey, ho! Die Sorte ist schrecklich unheimlich. Ah, okay. Ach, das ist der Kleine, der beitreten wollte. Ja. Dann such dir mal lieber andere Freunde. Hier ist wieder Terminal. Hier können wir wieder zurück. Und hier ist wieder zugebaut. Also es ist so wirklich so wieder so ein kleines Rätsel. Warum können wir denn hier dauernd immer runterspringen? Ich springe einfach mal jetzt runter. Oh, wir kommen hier raus. Uhu. Ach, Moment! Wir sind, glaube ich, jetzt. Nee, sind wir nicht. Geht's nicht weiter? Hä? Wieso habe ich denn das vorhin nicht untersucht? Du kannst jemanden murmeln hören. Schein. 1000. Denn das hast du nicht vergessen. Verstanden. Ist das etwa Loki? Oder der Mannequin, dem wir den Schein gegeben haben? Zurückwerfen muss ich ja nicht mehr. Toll. Pisaka, bitte weitermachen. Dankeschön. So. Da ist das. Hier ist das. Gut, gehen wir mal wieder hoch. In die dritte Etage. Und schauen wir mal, ob wir da was finden. Ach, wir waren schon in der dritten Etage. Achso, okay, ja dann. Ich wieder zurück. Ah, dann gehe ich zurück und mache das Trugbild an.
Aber es ist toll, dass man jetzt auch die, dass man da runterspringen kann, was einem gar nichts bringt. Aber wahrscheinlich habe ich echt was getriggert. Dass halt in dieser Welt jetzt hier, wo ich jetzt drin bin, dass da oben dann halt eine Tür war, wo ich dann halt nicht durchgekommen wäre, wenn ich nicht diesen Schalter gerade umgelegt hätte. Denke ich mir mal. So, jetzt sind wir hier. Hier waren wir. Ach, verdammt. Hier ist zu. Toll. Ach, hallo Jack Frost. Du bist irgendwie auf dem Kopf. So, jetzt kommen wir hier. Hä? Bin ich verwirrt. Egal. Halligalli. So, jetzt sind wir im vierten. Ich will noch mal ganz kurz gucken im dritten. Ah, da oben vielleicht noch irgendwas? Ich gehe noch mal kurz hoch. Ich will dann noch. Ich will auf Nummer sicher gehen. Ob da nicht noch irgendwas war. Hier ist keiner drin. Hier ist Jack Frost. Unser Anführer Futomi Puto wird in einem speziellen Raum auf der obersten Ebene gefangen gehalten. Er ist was Besonderes. Okay. Okay, hier ist nichts mehr außer halt ein Gespräch gewesen. Ich weiß nicht, ob ich alle retten werde. Mal gucken gleich. Ich mach mal jetzt Mana-Absorber. Ich ein bisschen Mana-Absorber. Toll. Was ich hier voll gelesen. So, diese Schwäche. Ach, ich tue. Jetzt aber. Komm schon. No, ich hätte wenigstens gedacht, dass sie noch einen kriegen. Nein, das muss gut schaden. Autsch. Weg hier. Ach komm, Autos. Das ist noch unter Klaue. Oh. Mizushi. Kann ich mir den holen? Reden. Erwartest du, dass ich mich dir anschließe? Gib mir 630 Marker. Okay. Das reicht noch nicht. Gib mir eine Perle. Ich brauche noch mehr. Gib mir noch eine Perle. Muss dich nun entscheiden. Was glaubst du, ist das Schicksal dieser Welt? Wiedergeburt oder Zerstörung? Ich denke mal, Zerstörung will er hören. Zerstörung! Dämonen wie du sind schuld an dieser Zerstörung dieser Welt. Dein ewiges Gerede langweilt mich. Verdammt! Ich hab dafür zwei Perlen geopfert, du Penner! Kann ich nochmal mit ihm reden? Vielleicht. Ah, er kichert. Versager. Na toll, wir müssen uns nun trennen. Toll! Ah, Mist! Jetzt habe ich zwei Perlen verballert. Ja.